Hallo und herzlich willkommen zum Tag 5 von 30 Days of Pikmin. Wir haben in dem letzten Part es geschafft, sage und schreibe 3 Teile zu holen. Nein, es war gelungen. Ich glaube, ich hab 2 geholt. Richtig. Genau. Genau, es waren 2. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Egal, auf jeden Fall haben wir die Leistung unseres Schiffes erhöht und sind jetzt in der Lage, hier hinzufliegen in das Zentrum des Waldes. Ihr lernt endlich ein neues Gebiet kennen und ich will jetzt euch hier nicht mit langen Reden aufhalten. Wir landen dort einfach mal. Das dauert etwas. Und es ist stiller. Ja, hier ist schon wesentlich dunkler. Die Musik ist stiller. Wir gucken mal auf die Karte. Wir sehen diesen wunderbaren... ups, jetzt bin ich auf die Steuerung gekommen. Diesen blauen Punkt hier. Das ist unser erstes Ziel, voraussichtlich. Da werden wir noch hingehen. Dann schaue ich gerade mal, was hier noch ist. Hier oben liegt auch noch was. Da kommen wir auch noch gut hin. Oh je, die Teile sind sehr, sehr weit verstreut. Und da hinten in der Höhle noch was. Mitten im See. Da liegt noch was, da liegt noch was. Da, da. Auf jeden Fall gibt's genug. Und überall sind Wände im Weg. Diese blauen Punkte, die so sich gegenüberliegen, sind alles Wände, die eingerissen werden müssen. Mal schauen, wie lange das dauert. Gut. Kümmern wir uns erstmal darum, rote Pikmin rauszuholen. Wir brauchen... machen wir 50. Ihr werdet sehen, warum ich nicht gleich auf 100 insgesamt gehe. Und ich nehme so 25 gelbe raus. Das ist in Ordnung. Das sollte in Ordnung sein. Kommt alle her. So, in welche Richtung gehen wir zuerst? Wir haben hier erstmal was einzureißen, das machen wir jetzt erstmal als allererstes. Und während die hier bauen... Also theoretisch können die Pikmin natürlich hier runter und ich kann sie auch wieder hochwerfen und alles, das ist kein Problem, aber wenn sie Teile transportieren, kriege ich die eben nicht darum. Okay, der Geysir, ihr habt gesehen, wie er funktioniert. Da ist nichts auf dieser Terrasse. Hier ist auch nichts. Oh, und hier ist das erste Teil. Es liegt gar nicht weit von uns entfernt. Allerdings im Wasser. Und Wasser ist nichts gut für unsere jetzigen Pikmin. Mein Ionenjet Nummer 1. Leider strömt der Jet einen unangenehmen Duft aus, aber erhöht meine Fluchtgeschwindigkeit. Der Gestank ist ein kleiner Preis für diesen Vorteil. Hier sind Bomben, die müssen wir natürlich auch irgendwie mitnehmen. Da kommen wir auch sogar hoch. Allerdings nicht noch höher. Ach, das ist alles nix. Ah, und der Geysir ist zu. Den müssen wir erst aufdingsen. So. Na? Haben wir jetzt alle? Gut. Also der Tag wird wahrscheinlich nicht so viel bringen. Nicht so viel wie geplant auf jeden Fall. Die, da sind Steinwände. Oh Gott, die kriege ich nicht klein vorerst. Und das Gras, das nervt natürlich etwas. Ihr sollt aufhören, den Geysir jetzt anzugreifen. Ach, wie mache ich das Ganze? Ah, da hinten. Okay. Okay. Ja. Bleibt mal hier. Alle hier. Alle hier bleiben. Ich wollte euch nur abstellen. Ich will nicht, dass ihr an die Arbeit geht.
muss mich nämlich jetzt hier erst umsehen. Also, hier kommt man tatsächlich rum. Aktivieren wir erstmal das hier. Das ist das Wichtigste, was wir an diesem Tag schaffen können. Also ihr seht, das Level ist schon wesentlich größer als der Wald der Hoffnung. Zumindest bin ich gerade etwas überfordert und weiß nicht, wo ich hingehen sollte. Und da hinten sind Gegner, die Feuer spucken. Auch ungut. Es handelt sich um ein Pikmin in einer anderen Farbe. An seinen Wangen scheint es ein paar Kiemen zu haben. Das lässt vermuten, dass dieses Pikmin sich ohne Probleme im Wasser aufhalten kann. Es gibt nur einen Weg, das genau herauszufinden. Ich würde sagen, es steht schon im Wasser, von daher ist das überflüssig, da nochmal nachzuforschen, würde ich sagen. Genau deshalb brauche ich nämlich jetzt die blauen. Und deswegen habe ich nicht gleich 100 Pikmin rausgeholt. Shit. Helft dem, helft dem, helft dem. Das ist ganz wichtig. Sehr gut. Jawohl. Das war das Beste, was passieren konnte gerade. Das Vieh hier hat nämlich eines dieser, hier, sieh mal an. Mein Levita-Reifen. Dieser Levita-Reifen ist für jeden Piloten, der sich als Weltraum-Nichtschwimmer erweist, lebensnotwendig. Ja. Denn meine guten Pikmin haben es tatsächlich geschafft, jetzt diesen Gegner zu überwältigen. Es ist nämlich sonst wirklich ein, wie der Engländer so schön sagt, Pain in the Arse, diesen Gegner zu besiegen. Ich bin froh, dass es jetzt so früh geschehen ist. Auf die Weise kriegen wir doch wahrscheinlich sogar noch einen Teil auf jeden Fall nach Hause. So. Müssen aber die blauen jetzt erstmal ein bisschen erhöhen an der Zahl. So, wächst jetzt alle möglichst schnell heran. Ich muss jetzt schauen, dass die auch alle hochkommen. Okay, die blauen brauche ich nämlich wo an einer anderen Stelle. Ihr wisst schon wo. Wo ist es denn? Da ist es nicht. Da kriege ich sie durch. Kommt her. Lasst euch nicht von sowas ablenken. Ah ja, hier. Hinten. Oh ja, es reicht. Gut. Sehr gut. Ihr könnt hier auch noch helfen. In der Hoffnung, dass sie das alles schaffen.
Ja, ich denke schon, das kriegen die alles da hochgetragen. Die roten hätte ich jetzt gerne. Na gut, sind halt auch das Gelbe dabei. Die Gelben würde ich nämlich jetzt hierher beordern. Na komm. Was macht der denn? Oh, 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 ich sehe schon. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Komm mit. Das ist ein nicht ganz ungefährlicher Gegner. Drei Teile schaffen wir heute, tatsächlich, so wie es aussieht. Das freut mich aber doch jetzt sehr. Dann können wir die hier noch kleinholzen. Die lassen wir allerdings für die Blauen da. Und die restlichen Roten können dann schon mal an dieser Brücke hier arbeiten. Ich glaube, das ist sinnvoll. Und danach kann ich sie dazu beordern, diese Brücke hier noch, diese Wand hier noch einzureißen. Aber da sind noch erstmal einige andere Viecher, die besiegt werden wollen. Und das muss auch noch eingerissen werden. Aha. Okay, hier komme ich nicht hoch mehr. Wenn dieses Teil kaputt wäre, wäre das katastrophal. Ich werde so bald wie möglich einen Check durchführen. Gut, gut, gut. Fünf Teile bräuchte ich noch. Aber zwei Teile sind ja schon unterwegs. Ich denke, das dürfte alles machbar sein. Jetzt schaue ich gerade mal, wie es... Oh, da ist schon das nächste Teil angekommen. Es läuft ja wie am Schnürchen. Automatisches Getriebe. Es ist von kleinen Rissen durchzogen. Ich habe versucht, diese mit Lehm auszufüllen. Ich hoffe, das reicht aus. Okay. Ja, ja, ja. Bis mal. Das ist der feuerspeiende Gegner und da sind die Roten am Arbeiten. Ich hole gleich mal noch die Blauen her. Die sind auch ganz wichtig jetzt. Dass die sich noch ein bisschen vermehren. Nämlich. Na gut, dann. Schauen wir mal. Die Gelben haben es auch geschafft. Ein ausgezeichneter Schwimmer wie ich hat natürlich keinerlei Verwendung hierfür. Aber mein Motto heißt, immer mit dem rechnen, mit dem man nicht rechnet. Ehrlich, gerade in Notfällen. So, stopp. Du bleibst hier. Oh. Kann man die irgendwo abstellen, wo sie keinen Schaden anrichten? Oh shit, ich wollte nicht auf dem Geysir landen. Und du lässt das sein. Ah! Meine Güte. Was ist denn das für eine Armee? Die haben ja dann auch noch ihren eigenen Willen auch noch. So ist total untauglich für die Armee. So. Na komm. Kommt her. Ich brauche euch noch.
war jetzt nicht die gewünschte Farbe, aber es ist in Ordnung. Oh, da ist... Die sind auch mittlerweile angekommen. Okay, dann reißen wir jetzt noch diese Blumen ein. Und dann wäre der Tag relativ erfolgreich zu Ende gegangen. Du kannst ihm noch helfen. Danke. So, die Gelben haben jetzt, glaube ich, erstmal keine Aufgabe mehr. Die kann ich so ziemlich alle wieder reinbeordern. Die Roten können sich derweil um die nächste Brücke kümmern. Nur die Roten. Blauer sollst nicht dahin. Weil da unten sind feuerspeiende Gegner und die Roten sind feuerresistent. Das habe ich bisher euch nicht so zeigen können, weil es sich die Gelegenheit noch nicht ergeben hat, aber... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe mal, ich lasse meine Pikmin in Ruhe. Na komm her. Ich hoffe mal, ich habe bald alle wieder eingesammelt. Nein, der ist umgefallen. Den schicken wir zurück. Den anderen blauen. Weiß nicht, was wir mit denen machen. Ich muss auch noch die Steinmauern irgendwann einreißen. Dabei muss ich wahrscheinlich gar nicht. Das ist nur eine... Wäre nur eine Hilfe, weil die Brücken, die Holzbrücken, können von den Gegnern, von diesen, die ihr jetzt aus dem... die ihr gesehen habt, wie die aus dem Boden krabbeln, wieder gefressen werden im Laufe der Zeit. Und deswegen ist es durchaus vorteilhaft, wenn man die Steinmauern aus dem Weg geräumt hat. Allerdings habe ich bisher keine Bomben gesehen. Zumindest keine, die in der Nähe gelegen hätten. So. 34 ist eigentlich ausbaubar noch, aber ich muss für heute gut sein lassen. Ich habe keine Zeit mehr. Deswegen schicke ich die jetzt erstmal zurück. Und die Roten haben eigentlich bislang gut... Oh, da hinten sind noch ein Haufen Rote. Die habe ich ganz übersehen. Und ein Gelber ist auch noch da. Das wäre ungut gewesen, wenn ich die vergessen hätte. Also... Können wir die erstmal zurückschicken. Und den auch. Wie viele Rote hätten wir da noch? Theoretisch können die Roten schon mal einen dieser Elefanten plätten. Ich kann ja... mit draufhauen, das ist das Gute. So, dann können die nämlich jetzt gleich die Brücken nutzen, die sie selbst gebaut haben. Kommt her! Nein! Oh, dafür wirst du büßen. Nein! Weg, 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 weg!
Ist okay. Die laden sich halt auch wieder im Flug auf, das ist das andere Problem. Oh, shit, 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 shit. Nein, das wollte ich nicht. Egal. Die werden es schon schaffen. Rechtzeitig, hoffe ich. Komm her, nicht umkippen, nicht jetzt. Ich sag, die haben es alle geschafft, da hochzukommen. Ja, natürlich haben sie es geschafft. Na, kommt her. Na, oh Gott, wird das knapp. Also, sie sind zumindest alle gerettet. Und ja, es hat noch gezählt. Ich sehe gerade, dass sind noch Samen runtergefallen in dieser Zwischensequenz. Das heißt, die werde ich morgen dann ernten können. Denen passiert nichts. Da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Hui, das war jetzt wirklich knapp geworden zum Schluss. Wieder mal. Weil ich den Tag aber auch bestmöglichst nutzen will. Und ich muss sagen, ich habe den Tag, denke ich, jetzt sehr gut genutzt. Ich habe schließlich 3 Teile geholt. Das ist echt nicht schlecht. Und kein einziges Pigment zurückgelassen. Gut, ich habe 2 jetzt zum Schluss doch noch verloren. Weil es einfach zu wenig Pigment waren. 5 Tage seit Aufprall. Tief im Innern der Höhle, die ich im Wald entdeckt habe, fand ich blaue Pigment. Die blauen Gesellen haben kiemenähnliche Organe in ihren Wangen. Überhaupt scheinen sie amphibisch zu sein und können an Land und im Wasser leben. Die Wunder der Natur werden mich immer wieder erstaunen, auch an diesem Ort. Ja, da sehen wir, das sind diese beiden, die wir im Kampf verloren haben. Ah, wir haben 47 gekeimt. Davon sind die meisten blau, nehme ich an. Also, es werden irgendwas mit 37 waren es, glaube ich, die blau waren. Ist okay, würde ich sagen. Für heute. Wie sieht's denn aus? Ja, da unten steht's ja. Genau, 34 sind gekeimt. 34 blaue. Also für heute bin ich zufrieden für den heutigen Tag. Ich habe allerdings noch einiges zu erledigen. Ja, in diesem Wald. Und deshalb werde ich morgen zurückkehren. Ich hoffe, mit euch zusammen. Und ich bin jetzt gar nicht auf die Comments eingegangen, die ich bisher bekommen habe. Werde ich dann am morgigen Tag machen. Versprochen. Also, bis morgen. Bis dann.